ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Video für euch und ich muss einfach mal direkt zu euch sprechen. Also, ich habe vor etwa einem Jahr, also irgendwann Juni, Juli, angefangen Videos zu machen, habe sie mich aber ehrlich gesagt gar nicht getraut hochzuladen, weil ich immer dachte, die sind scheiße, die sind schlecht, die sind nur mit dem Handy abgedreht, was ich übrigens immer noch tue. Aber die Qualität ist einfach so unnormal. Also, da muss man echt manchmal denken, benutzt sie doch eine Canon oder eben keine. Gott sei Dank sieht man es nicht, weil die Kameras immer, immer besser werden. Und auch für jeden Anfänger da draußen, wenn ihr euch traut, YouTube-Videos zu machen, dann macht es doch einfach mit dem Handy. Es ist wirklich keine Schande. Ich mache das immer noch und ich werde das auch eine ganze Zeit noch machen, weil es einfach mega praktisch ist, weil ihr euch so groß auf dem Bildschirm sehen könnt, dass ihr praktisch in das Telefon reinsprecht und irgendwie doch noch gute Videos auf die Reihe bekommt. Und zwar, heute möchte ich euch meine 1000 Abonnentenverlosung endlich präsentieren. Ich habe so viele Items für euch gesammelt und zwar für 3 Gewinner, also Platz 1, 2 und 3. Also Gold, Silber und Bronze, also es gibt wirklich definitiv geile Produkte für euch zu gewinnen. Und im ersten möchte ich einfach sagen, vielen, vielen Dank für die tollen Messages über das ganze Jahr, für die tollen Aktionen, die ihr manchmal echt startet, um praktisch meine Videos weiterzuleiten. Vielen, vielen Dank für die tolle Liebe und die tollen Sprüche und tollen Kommentare, die ich immer lesen darf. Ich bin da echt mega, mega dankbar. Ich habe, denke ich mal, sehr gut zu mir gefunden vor der Kamera. Also ich bin sehr oft ungeschminkt hier auf dem Kanal. Gibt es keine Fake Lashes, wenn es mir nicht danach ist. Das ist übrigens eine Hatice Schmidt Review, die am Sonntag für euch online geht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt am Samstag kommt für euch praktisch diese Verlosung hier online, die bis zum 6. Dezember gehen wird, bis zum Nikolaus. Und an Nikolaus werde ich praktisch ein kurzes Video für euch hochladen, um praktisch die Gewinner hier zu präsentieren und auf Instagram. Also, um diese Sachen zu gewinnen, die ich euch jetzt erstmal gleich zeige, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst Teil der Community sein, somit Jenny What Else praktisch abonniert haben. Dann sehr gerne, und ihr müsst praktisch, um hier daran teilzunehmen, bei Jenny What Else YouTube auf Instagram aktiv sein und praktisch auch unter dem Bild, was ich zu dieser Verlosung poste, auch einen Kommentar hinterlassen. Erstens mal, welche Box euch gefallen würde, beziehungsweise welches Geschenk. Und zweitens würde mich das sehr interessieren, was euch dieses Jahr einfach an der Community und an dieser ganzen Beauty-Welt am meisten gefallen hat. Diese extrem vielen Lidschattenpaletten, die tollen Foundations, dass Sephora Deutschland gekommen ist. Irgendwas, was praktisch jeden interessieren könnte, dass ihr euch auch so ein bisschen austauscht. Das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, alle, also wie ihr praktisch daran teilnehmen könnt, schreibe ich euch natürlich in die Infobox mit rein. Und ich zeige euch jetzt mal Box 1, 2 und den Hauptgewinn. Ich denke, ihr könnt dann denken, was ihr als Hauptgewinn bekommen könnt. Und damit starten wir jetzt auch. Jeder von uns hat den Hype über die Hatice Schmidt Kollektion mitbekommen. Und the tea is hot, sage ich euch. Also sie ist definitiv auf dem Weg, die Review zu euch am Sonntag, also morgen. Und meine Schätze, ich habe für euch als Hauptgewinn, und zwar werde ich, also das ist schon mal so, ich verwende grundsätzlich keine Auslosungsprogramme oder so, weil ich finde einfach, es ist nicht in Ordnung, dass Menschen gewinnen, die hier gar nichts teilen, die teilweise nur abonnieren, um etwas zu bekommen. Das ist einfach nicht fair den Leuten gegenüber, die wirklich das ganze Jahr, über ein Jahr für mich da waren. Und ich habe für euch eine ganz, ganz frische Hatice Schmidt Palette. Nagelneu, vollkommen unangetouched. Und das wird praktisch die Gewinnerin 1 bekommen. Ich habe leider keine anderen Items bekommen. Ich habe zwar Lashes und so, ich habe auch die Palette doppelt. Aber die habe ich für mich doppelt, weil eine unterschrieben ist und eine ich in Benutzung habe. Weil das eine ist für mich jetzt einfach ein Sammler-Item. Ich habe die mir erklatscht bei uns im DM. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch darüber freut. Schreibt mir, wie gesagt, auf jeden Fall dazu. Natürlich wird die Hälfte der Welt schreiben, Hatice Schmidt Palette. Aber schreibt mir bitte auch dazu, was ihr gerne noch hättet. Also das ist, wie gesagt, ein einzelner Preis, der ist unangetouched, der wird auch komplett in Bubble Paper und sehr, sehr safe an euch gesendet. Und natürlich ist es halt einfacher für mich, wenn ihr auf Instagram rüberkommt, somit könnt ihr praktisch auf jeden Fall eine verdammt geile Community joinen und vor allen Dingen können wir auch gemeinsam wachsen, weil dort ist es sehr schwierig zu wachsen. Dann habe ich hier noch eine Box für euch und zwar, ich habe mir wirklich sehr viele, also alle Sachen habe ich entweder mir zusammengesucht durch PR-Samples oder von der Heidi von ihrem Shop einige Sachen. Und ich habe hier für euch
Die Kisses of Italy Mini Lipsticks. Das ist praktisch Package 2. Dann habe ich hier noch ein Love Cosmetics Fatal Mousse. Dann habe ich ein Stay Matte Liquid Lipstick. Einen, das war noch von der Glowbox, einen super schönen bräunlich-rötlichen Ding. Dann einen Lippenstift, eigentlich in der ähnlichen Farbe wie den, den ich jetzt trage. Nur das ist der Liquid Lipstick von der Hattie Kollektion. Und ich habe mir halt gedacht, weil ich halt sehr viele Lidschattenpaletten-Dings habe, ich mal in einer Aktion euch alle Reloaded-Paletten, die ich einfach mega gut finde. Das ist einmal die Reloaded Visionary, das ist einmal die Neutrals 3, das ist auch eine mega schöne Palette. Und einmal einen so ein Soft Glam Dupe. Und ich habe euch die kleine Glow-Palette bei der Glow noch mitgenommen. Und zwar fand ich die sehr, sehr gut. Ich benutze die teilweise selber sehr häufig. Und das wäre praktisch Package Nummer 2. Ich weiß, wie gesagt, jeder wünscht sich die Hattie Schmidt-Palette. Aber ich habe euch, das ist alles mein Geld. Ich habe das alles selber bezahlt oder praktisch geschenkt bekommen und gebe euch die Sachen halt mit ab. Wie gesagt, nicht umsonst wird es 3 Wochen eine super Aktion hier geben. Wie gesagt, kommentiert einfach unter dieses Video, welches Package ihr gerne hättet. Ich bin mit allem zufrieden, was ihr schreibt, weil ich kann total verstehen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt lieber Package Nummer 2 oder möchte auch die Hattie-Palette, dass ihr die Hattie-Palette gerne hättet. Das kann sein, dass ihr die Leute schon von euch haben und ihr würdet euch auch über was anderes freuen. Dann Paket Nummer 3. Habe ich einmal die Wanted Sunset Dreamless Palette. Und zwar ist das diese, ich sag mal, Naked Heat Dupe. Dann habe ich hier noch eine Palette von My Sign von Revolution. Das ist so eine sehr kräftige Palette. Sehr, sehr schön. Also ich habe die nie benutzt und die geht definitiv von euch weiter. Dann habe ich noch 2 von den Wanted Sunset Streams. Einmal diesen Bronzer und einmal diesen Blush. Dann habe ich natürlich nochmal die Glow-Palette, weil ohne Glow geht nichts. Ich weiß sowieso nicht, warum heute der Glow bei mir fehlt. Hattie, ich muss nochmal ich hätte eigentlich noch den Becker-Highlighter auftragen sollen, aber ich kann leider diesen Hattie-Dings nicht benutzen, weil der einfach so hell ist, dass es bei mir einen grauen Schleier gibt und das geht natürlich nicht. Dann habt ihr auch diesen braunen Nagellack, ebenso diesen nude-farbenen Lippenstift. Dann einen pinken Liquid Lipstick und einen bräunlichen, um, wie gesagt, an dieser Verlosung teilzuhaben. Das Video ist relativ kurz, ich weiß, aber ich denke mal, die Verlosungsvideos brauchen wir nicht 100 Jahre gehen. Diese Geschenke sind einfach für euch meine Schätze. Ich habe 1400 Menschen auf meinem Kanal versammelt. Ich kann natürlich nicht 1400 Päckchen packen, das kann kein YouTuber, auch zumal ich ja sage, ich bin ja ein Video-Veröffentlicher, weil er zu viel Freizeit hat, ja, und kein YouTuber, also ich sehe mich da überhaupt nicht so. Ich mache das wahnsinnig gerne, auch als Jux und Dollerei. Ich kaufe einfach viel Make-up und ich denke, dass es vielen Leuten hilft, dass wenn sie sagen, ha, die Palette bin ich mir nicht sicher. Und ich hoffe, dass ihr wahnsinnig viel Spaß an dieser Verlosung habt. Und gleichzeitig läuft jetzt noch bis nächste Woche Donnerstag meine Glow-Boxen-Verlosung. Ich habe von der Glow-Bag und von der Glow, das verlinke ich aber auch hier oben. Da könnt ihr noch bis Donnerstag zum 15. teilnehmen. Da wird dann auch ausgelost und praktisch auch ein kurzes Video abgedreht, wer davon gewonnen hat. Die sollen sich dann auch melden. Oder es wird unter das Video gepostet, unter in die Kommentare, wer gewonnen hat. Also achtet da bitte drauf am 15. Ich denke mal, wenn ich einigermaßen ausgeschlafen habe vor der Nachtschicht, denke ich mal, auf Nachmittag werde ich unten die Gewinner reinschreiben und auch für Instagram benachrichtigen in meiner Insta-Story. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass ihr auch an dieser Verlosung teilhabt. Nochmal vielen, vielen Dank für alles, was ihr das ganze Jahr für mich getan habt. Ich hätte mit maximal 1000 Abonnenten gerechnet. Wir sind schon 1400. Mein Goal ist es, bis zum Dezember noch 1500 voll zu bekommen. Bitte, bitte, bitte helft mir dabei. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag bei diesem wunderschönen Tutorial-Video. Ich bin sehr obsessed von diesem Look und ich freue mich, wenn ihr einfach dabei seid und natürlich viel, viel Spaß daran habt und praktisch auch diesem Look mal ein bisschen Appreciation gibt. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, meine Schätze.